Hallo ihr Lieben und willkommen zu Tür Nummer 3. Ja, und ich erzähle gar nicht lange, ich fange einfach direkt an, wie ich immer angefangen habe, mit dem IKEA Adventskalender. Ich habe mir gerade die App nochmal neu runtergeladen, weil ich glaube, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung war oder so. Ich guck mal jetzt, wie es jetzt aussieht. Ja. Tut sich irgendwie immer noch nichts. Ja, keine Ahnung, was dieses Jahr da los ist. Vielleicht sollte ich mir doch diese ganzen Beschreibungen hier mal runter, also mal durchgucken. Hier oben ist schon die 3. Die habe ich schon entdeckt. Ohoho, und wir haben heute endlich mal ein Bildchen da drin. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass diese App funktioniert. Okay. Ja, schön, Sterne und... Ah, okay, kann man draufklicken und dann gibt es eine Bastelanleitung zu einem Weihnachtsstern. Und die sehen dann... Oh, hoffentlich kriege ich das jetzt hin, das ruhig zu halten. So, zack. So aus. Ja, gar nicht mal so hässlich. Das ist auf jeden Fall was man mal ausprobieren könnte. Und dann gibt es hier einmal, achso, das kann man runterladen. Dann gibt es hier so ein Geschenkbild. Da passiert nichts. So, ja, okay, hier könnte ich es dann jetzt quasi runterladen, aber das möchte ich gar nicht. Und was passiert hier? Hier kommt man wieder zurück. Okay, ja, also das hat ja dann wenigstens schon funktioniert. Dann müsste ich auch mal gucken, vielleicht... Wenn denn jetzt hier mal was klappt, obwohl das hatte ich ja beim letzten Mal schon, dass ich drauf getippt habe. Ja, keine Ahnung. Also mit diesem Startbildschirm, mit dem Kalender, es funktioniert nicht so gut. Jetzt gucken wir noch, was für eine Schoki wir hier drin haben. Und zwar ist hier so eine Stange. Wieder dunkel und weiß und mit Marzipanfüllung. Die kann man wenigstens mal leicht erklären, aber so ganz leicht Zitrone ist noch mit dabei. So, dann mache ich weiter mit Plotter Marie. Den Kalender von meiner Miss Fruchteis, den hebe ich mir immer bis zum Schluss auf. Nicht kaputt gehen. Na komm. Die Tüte hat doch ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Achso, und das hat sich schon angefühlt wieder wie eine Folie. Oder zumindest ein Papier. Sowas. Oh, ein 5-Euro-Gutschein. Okay, cool. Für den Shop, den drehe ich jetzt nicht um, weil da wird garantiert ein Code hinter sein. Ich gucke mal drunter. Ja, genau. Da ist ein Code, aber den kann ich ja mal zuhalten. Und ja, so wird's. Genau da. Wir hoffen, du hast viel Freude mit unserem Adventskalender und auch mit deinem heutigen Gutschein. Dieser kann innerhalb von den kommenden 2 Jahren bei uns im Shop plottermarie.de verwendet werden. Ja, und hier unten hat man dann eben einen Code. Und hier nochmal dieses schöne Emblem. Ich mag das total von der Plottermarie und auch der Gutschein sieht süß aus. Ja, sehr schön. Und hier einfach nur ein stabiles, weißes Papier. Und ja, vielleicht wird jetzt der ein oder andere sagen, weißes Papier. Aber nee, wenn man das umdreht, guckt... Ach nee, ihr seht es. Guckt mal, wie schön das schimmert. Ist nicht einfach nur irgendein doofes, weißes Papier, sondern auf der Seite ist es ganz matt. Und auf der Seite hier ist es Perlmut. Und da kann man ja mit einer Schablone, also mit einem Folder... Dann nochmal was Schönes reinpressen und dann hat man eine schöne Weihnachtskarte. Also wenn man da jetzt Schneeflocken oder so reinpresst, sich das zurechtschneidet, vielleicht auf 15-15 oder so, dann hat man 2 schöne Weihnachtskarten. Oder man macht, ja, ja, geht auch, ne? Bis zu 4 Karten kriegt man raus, wenn man gerne möchte. Ja, sehr cool. Und dann kann man sich im Shop noch mal ein bisschen was aussuchen, was man halt selber möchte. Das ist doch
Finde ich schon ziemlich cool. Ja, im Rotbäckchenkalender war heute Lernstark. Wie gesagt, ich liebe die. Und dann mache ich hier den von Mein Name ist Fruchteis von meiner Mausi auf und suche mir die drei raus. Ich glaube, ich fange mal weiter hinten an, weil von vorne weiß ich, da war sie nicht. 18, 10, 3. War gar nicht so dumm. Hätten wir jetzt alles durchblättern müssen. So, und auch hier ist wieder ein toller Bibelspruch drauf, den ich natürlich vorlese, gerne sogar. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigenen Pläne hat. Matthäus 6, 34. Genau, und da gibt es auch, also das steht in Matthäus 6, aber es gibt auch diese Geschichte von Mose, wo das israelische Volk 40 Jahre durch die Wüste wandert und Gott versorgt sie ja mit Manna. Und da kommt das auch drin vor, dass man halt keine Sachen sammeln soll, weil ja jeder Tag für sich selbst sorgt sozusagen. Genau. Da gibt es auch noch eine super schöne Geschichte, fällt mir gerade jetzt spontan ein, wo auch in der Bibel steht, dass wie schön doch die Blumen sind, dass wir uns die mal angucken sollen und die Vögel und dass sie ja alle eigentlich nichts tun und dass Gott sie trotzdem versorgt und ob wir nicht der Meinung sind, dass wir Gott mehr wert sind als eine Blume oder irgendetwas. Er hat uns ja schließlich geschaffen und er hat ja auch die Blumen und so geschaffen, aber er hat uns halt in einer bestimmten Art und Weise geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte und ja, Blumen sind ja jetzt nicht gerade etwas, was lebendig ist. Genau. So, und heute haben wir Nummer 3, dieses Bildchen. Und ja, ich mache wie immer ganz kurz Pause und hole einmal das Päckchen. So, ich habe das Häuschen gefunden. Ja, und ich taste erstmal ein bisschen und das ist wieder sowas, wo ich... Ach doch, Badesalz. Man hört es auch schon, aber... Und eine Kinderschokolade. Badesalz und eine Kinderschokolade. Ja, mein Schatz, du hast dieses Jahr wirklich nicht ein einziges Mal Badesalz oder sowas drin. Und auch keine Creme, weil ich weiß, dass du die nicht so gerne magst. Aber ja, auch, wie gesagt, dieses Jahr kein Badesalz oder so. Ich habe mir gedacht, ich gebe dir lieber andere Sachen. Ja. Von Kneipp, Good Luck, ist hier irgendwo ein, nein, es gibt kein Teil, wo man riechen kann. Ja, Star Food, ach, diese Sternenfrucht ist das, okay. Ja, sieht auf jeden Fall ganz, ganz süß aus. Finde ich. Muss mir abgewöhnen, immer nach oben zu gucken. Ich gucke halt immer, ob ihr das gut seht. Ja, sehr schön. Da werde ich mal gucken, die nächsten Tage. Hört ihr meinen Hund bellen? Der bellt gerade im Garten. Genau, werde die Tage mal gucken, dass ich mich mal in die Wanne lege und mich mal ein bisschen ausruhe. Ja, ihr Lieben, ich hatte gestern eine Plotter-Datei euch gezeigt und so wie es aussieht, haben irgendwie nicht viele von euch einen Plotter oder aber euch hat die Datei einfach nicht gefallen, weil eine Antwort auf meine Frage hat tatsächlich nur eine einzige Person beantwortet, die dann auch noch gesagt hat, sie verzichtet auf die Datei. Mausi, da ich aber weiß, dass du einen Plotter hast, kriegst du sie natürlich, weil du auch die einzige warst, die kommentiert hat, also auf die Frage zumindest geantwortet hat. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Soll ich weitermachen? Also soll ich mehr Plotter-Dateien machen, in der Hoffnung, dass irgendwann was dabei ist, was euch gefällt? Oder halt nicht. Da bin ich gerade so ein bisschen, ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht schreibt ihr mir ja mal unten in die Kommentare, ob ihr überhaupt Lust habt auf Plotter-Dateien, weil man sitzt da ja schon doch eine ganze Weile dran und ich habe tatsächlich es auch geschafft,
zumindest den Gnom in eine Stickdatei umzuwandeln. Also die Stickdatei wäre nicht bei dem Text, aber bei dem Gnom halt auch dabei gewesen. Ja, und ich habe mir halt ziemlich viel Arbeit damit gemacht und es wäre halt schade, ne, wenn ich das jetzt so mache und dann macht keiner mit. Und ja gut, am Ende ist es auch egal. Ich stelle es dann in meinen Shop und ist dann ja auch nicht, ist jetzt kein Weltuntergang, aber wenn es euch so gar nicht interessiert, ist es ja auch nicht so schön. Genau. Ja, also wie gesagt, die Datei von gestern, die schicke ich meiner Miss Fruchteis und ja, deine Mama freut sich vielleicht auch über die Stickdatei. Ja, so, jetzt wollte ich das Video doch tatsächlich schon beenden und habe schon angefangen hier mit Schneiden und dann fällt mir auf einmal ein, ey, ich habe doch was vergessen. Ich habe ja die Plotter-Dateien gar nicht aufgemacht. Ich habe ja gar nicht geguckt, was da heute drin war. Ja, das will ich natürlich noch machen und dann bin ich auch gleich nochmal online gegangen und habe nochmal vorsichtshalber geguckt, wer denn da noch, ob denn nicht doch vielleicht noch das ein oder andere Kommentar war, was ich vielleicht übersehen habe. Und bin dann unter das Video von gestern gegangen und habe halt gesehen, dass Goldbuddy auch was geschrieben hatte. Du hast jetzt nicht direkt auf die Frage geantwortet, aber hast halt schon auch über einen Film gesprochen. Also ich glaube aber, dass du noch keinen Plotter hast. Du hast ja auch meine WhatsApp, also wir sind ja auch privat in Kontakt. Du darfst mir gerne mal eine WhatsApp schicken. Wenn du magst, dann werde ich dir die Datei auch schicken. Ich glaube, du hast mal erzählt, du würdest gern einen haben, hast aber noch keinen, aber deine Nachbarin hat einen. Und da es jetzt zwei Leute waren, kommt kein Ding, dann schicke ich die euch jetzt beide. Und wie gesagt, wenn du keinen Plotter hast und du möchtest die Datei gern für deine Nachbarin haben, schreib mir bitte entweder unter die Kommentare oder schreib mir einfach privat eine WhatsApp und dann schicke ich sie dir auf jeden Fall auch. Genau, nicht, dass mir das noch untergeht, das wäre schade. Ja, und natürlich gucken wir uns jetzt noch die Adventskalender von meinen Plotter-Dateien an. Und zwar, einen Moment, schwuppdi, nicht auf den Bildschirm, sondern auf den. Sonst seht ihr es nämlich nicht. Und zack, so. Genau, und wir fangen an heute mit Tintenrebell. Und ich quatsch nicht lange, ich mache direkt das Türchen auf. Und ich gucke wieder nach der PNG-Datei, da ist sie. Und hier haben wir heute eine Schildkröte. Ja, lustige Idee. Schildkröte, was erzähle ich denn da? Eine Schnecke. Eine Schnecke, aber echt coole Idee. Also ist jetzt auch nicht wirklich meins, ist auch mehr kindlich. Aber finde ich total lustig mit diesem Schiff und so. Ja. Eine kleine Schatzkarte und da ist der Schatz. Ja, finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Runterladen tue ich mir die Sachen nachher. Ja, und ihr hattet jetzt wieder diesen Text auf dem Bild. Und wie gesagt, das mache ich immer in der Bildbearbeitung oder in der Videobearbeitung im Nachhinein wegen Datenschutz. Das hatte ich ja gestern schon gesagt. So, und wir kommen direkt weiter zu Tante Plotter. Und ich hoffe so sehr, dass da mal eine Lotta drin ist. Also ich fiebere halt, ich mag ihre Lottas so gern und ich fiebere immer so auf ihre Lottas. Aber ich befürchte, so wie das hier aussieht, wo ist denn die, wo ist denn die NPG? Hat sie diesmal nicht. AGBs bitte lesen. Okay, das mache ich später. Aber sie hat keine NPG, diesmal sie hat nur eine JPG. Ah, okay. Und hier hat sie dann solche Teelichtteile, wo man dann so ein Kunst-Teelicht drunter stellen kann. Aber weil es ja aus Papier ist, würde ich da kein echtes Teelicht drunter stellen. Ja, ganz süß, wie solche kleinen Zipfelmützen. Finde ich eine nette Idee zum Verschenken und das lasse ich nochmal auf, weil ich mir die AGBs dann nochmal durchlesen muss. Ja, und dann Plotter Marie. Da geht's weiter. Achso, ja, Plotter Marie hatte ich ja schon ausgepackt und da nochmal die Erklärung. Und ich weiß ja, dass dort, was ist hier noch? Da. Infos zum Inhalt bzw. so geeignet, um mit dem Plotter geschnitten zu werden.
Ich schneide mit CoLED-Geräten in der und der Dings. Dann das Projekt gehört wieder zu der Gruppe. Okay, also kann ich mir da jetzt nicht irgendwelche Karten draus machen, sondern mit diesem Papier ist halt morgen dann etwas geplant. Genauso, wie gesagt, das lasse ich auf, da gucke ich gleich nochmal drauf. Ja, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mir das nochmal durchlesen, bevor ich jetzt das Video dann fertig bearbeite und online stelle. Nicht, dass da jetzt irgendwas drin steht, dass ich das gar nicht darf, auch nicht, wenn der Kopierschutz oben drauf ist. Das wäre schade, weil dann könnte ich euch die Sachen halt nicht mehr zeigen. Genau. Aber man muss sich ja an die Gesetze halten, also werde ich da jetzt auf jeden Fall reingucken. So, ich wünsche euch jetzt aber auf jeden Fall einen schönen dritten Adventstag und dann bis morgen. Tschüss!